Bams. So, und damit nochmal willkommen zurück in Arkham. 28% haben wir schon. Ja, ich denke mal so. 3-4 Wochen haben wir es bestimmt durchgezockt. Wenn wir beide so Gas geben. Das Mal sind wir richtig gut vorangekommen. So. Genau, da müssen noch ein paar Leute. Jetzt aber, glaube ich, anschleichen. Nee, weil die kann man sich nicht anschleichen. Bams, aber die sind auch keine wirklichen Gegner. Ich dachte am Anfang, die wären voll übel. Die Freaks. Aber in Wirklichkeit sind die eigentlich voll billig. Nichts Besonderes drauf. Aber das, da muss man von innen irgendwie hacken. Ich habe das mal schon geguckt, aber da weiß ich nicht, wie man reinkommt. Jetzt müssen wir ja später nochmal da rein. Und Detektivmodus. Jetzt haben wir natürlich überall so Freaks rum. Das müssen wir noch gar nicht da raus, oder? Oder? Wo müssen wir hin? Doch, doch, da drüben müssen wir hin. Kannst du eigentlich auch hinporten? Nee. Das heißt, wir müssen wieder hier durch. Da können wir, glaube ich, von hier aus runterjumpen. Dann müssen wir wieder hier durch und dann hier durch. Ja, das geht, glaube ich, am besten. Da unten, das sieht ein bisschen gefährlich aus. Ich glaube, in unserer Base konnten wir eigentlich auch nichts wirklich machen. Jetzt wie in anderen Spielen irgendwie krass was upgraden könnten oder so. Das ist ein bisschen dürftig. Ist der, sieht aus wie der Joker, oder? Lol. Der Joker, Mann. Krass. Jetzt glaube ich dadurch. Visitor Center. Ich weiß nicht, sollen wir da reingehen? Komm, wir gehen mal gucken. Kann man da rein überhaupt? Ja, man kann rein. Ich gar nicht, waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Besucherraum. Setz dich und nimm deine Maske ab. Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Mike ballert auch, alles klar. So, sorry. Hier spielen wir jetzt in Ego-Perspektive, wie geil. Kann man nicht scannen. Kann man so ranzoomen. Was sollen wir jetzt hier machen, Alter? Ich sollte mal so einen Platz nehmen. Ja, okay, nehmen wir halt Platz, aber wie? Ist einfach nur zum Angucken. So spannend finde ich es jetzt auch nicht. Da fand ich die Zellen im Todestrakt fand ich interessanter zum Angucken. Die hätte ich mir gerne ein bisschen genauer angeschaut. Aber hier geht ja nichts. Okay. Freak. Tschüss.
Zack, ins Face. Dann hier durch. Und North. Die sind hier über. Lang. Doch, da drüben ist was. Na? Gehen wir hier hoch. Da können wir uns mit dem Badclaw rausreißen. Genau, so tut man es hin. Sorry, jedes Mal die Steuerung. Die Steuerung ist halt einfach so ungewohnt. Bei anderen Spielen funktioniert es einfach anders. Ich spiele halt viele Spiele. Wer meine beiden YouTube-Kanäle verfolgt, der weiß, dass ich locker 10 Spiele gleichzeitig Let's Play. Aber macht nichts, kein Problem. Wenn es zu viel wird, dann werde ich das auch reduzieren, das ist klar. Aber momentan komme ich da eigentlich ganz gut klar mit. Es gibt sogar noch ein paar Spiele mehr. Also ich spiele auch noch, privat für mich spiele ich auch noch. Da spiele ich gerade auch ein Spiel, ich will es nicht verraten, aber da tue ich gerade eins ausprobieren, wo ich vielleicht auch noch ein cooles Let's Play machen werde. Ah, falsch Taste gedrückt, Digga. Jetzt. Wo ich suche ja immer nach Spielen, wo ich ja so ein bisschen eine Let's Play Story draus machen kann, aber da gibt's halt immer so wenige. Weil hier zum Beispiel ist es halt Batman, Joker, Harley Quinn. Was soll ich euch da jetzt irgendwas anderes großartig erzählen? Ich meine, das Spiel ist in sich schon geil. Da brauche ich mir nichts mehr dazu ausdenken, um es geil zu machen. Na, come on, weg mit dir. Aber ich will ja halt gern was, das kann ich ja verraten, ich versuche ja schon länger nach einem Spiel, wo ich ja so Mad Max-Style zocken kann. Und ich glaube, da habe ich jetzt eins gefunden, wo richtig geil ist. Das teste ich jetzt gerade aus. Habe ich heute angefangen, habe ich heute schon das erste Level fertig gespielt. Ich fand es ganz cool. Ist zwar jetzt auch nicht so aktuell. Ist aber auch. Hä, was ist denn hier? Kommt aber auch aktuell wieder ins Gespräch demnächst. Deswegen habe ich es ja auch auf dem Zettel. Alter, wie viele kommen denn hier? Noch einer. Weg. Bringt doch gar keine Erfahrung. Oder doch 50. Okay. Schauen wir mal auf die Karte. Also müssen wir hier jetzt weiter. So. Ja, aber wie gesagt, da habe ich echt ein cooles Spiel jetzt gefunden, wo ich glaube ich ganz geil Mad Max machen kann. Das wollte ich ja eigentlich schon in Outer Worlds machen, aber irgendwie hat es dann alles nicht so gepasst. Vor allem halt auch mit diesem Twist, dass man ja auch durchs Weltall reisen kann. Das gibt es ja in Mad Max überhaupt nicht. Deswegen habe ich da ja ein paar andere Charaktere rausgenommen. Na komm doch. Was das angeht, muss ich sagen, da war ich von Outer Worlds ein bisschen enttäuscht. Also jetzt nicht, dass es ein schlechtes Spiel wäre, das Spiel an sich ist super geil. Aber ich hatte halt gedacht, dass man da halt ein bisschen mehr sich entscheiden kann und in die verschiedenen Fraktionen sich anschließen kann und dadurch dann ein komplett anderes Spielerlebnis halt hat, also sich eine komplett andere Story ergibt. Und das musste ich halt ziemlich schnell feststellen, dass dem nicht so ist. Dass die Story halt trotzdem ziemlich geradlinig ist, man halt nur hier und da andere Entscheidungen treffen kann. Deswegen habe ich das ja dann auch nicht mehr weiterverfolgt. Deswegen, bei Defiance hatte ich das ja gemacht.
Da hatte ich ja mehrere Charaktere gemacht, mit denen ich dann auch unterschiedliche Story-Aspekte gemacht habe. Das hat eine Weile lang ganz gut funktioniert und dann irgendwann ging es dann auch nicht mehr. Frag mich nicht nach, nimm doch mal diesen Dinger. Alter, diese Steuerung. Alter, hängt halt einfach da. So, jetzt hackt das Ding. So. Jetzt musst du mal wieder mit beiden Sticks da rumspielen. War cool, das spielt er auch genauso mit den Sticks rum wie ich. Da ist grün. Jetzt hat er's. Können mich hier einige Sachen hacken. Das finde ich geil. Ne, hier ist noch ein Poison Ivy Figur freigeschaltet. Nice. Oh, die können wir uns nachher mal reinziehen. Das ist bestimmt super hot. So, Karte. Alter. Ne, wir müssen da hin. Da. Rein geht's. Genau, botanischen Garten. Ich sollte Harley Quinns Spur aufnehmen. Ich darf bei der Suche nach der Titan-Produktionsstätte keine Zeit verschwenden. Was ist das? So, das sind Waffen. Aha, hier. Machen wir ein bisschen rum, ob es da noch was gibt. Kann man da noch irgendwas hacken? Oben gibt es bestimmt was. Da, oh, nice. Noch ein Tonband. Den haben wir da. Poison! Die haben nämlich auch letztes Mal befreit. Nein, links, wir haben sie nicht befreit, sondern Harley hat sie rausgelassen aus dem Todestrakt, aus der grünen Meile. Oh. Oh, vielleicht doch, dann müsste ich doch. Nice, in den Zaun reingeboxt. Jetzt können wir wieder hacken. Weil Outer Worlds habe ich ja jetzt letzten Donnerstag habe ich ja endgültig durchgespielt. Also ich hatte es die Woche davor schon durchgespielt. Jetzt letzte Woche haben wir ein paar Bonussachen gemacht. Und jetzt bin ich endgültig damit fertig. Jetzt wollte ich als nächstes eigentlich Trials of Mana spielen. Aber das ist leider immer noch nicht angekommen. Oh, Alter, wie viele Gegner hier. Komm mal darauf. Ja, mach das auf. Wenn sich umdreht, dann holen wir den leise. Da ist, glaube ich, keiner, der uns sieht. Na, come on. Dreh dich.
schön hinterm Busch. Super. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Oh, der hat nur Dings. Shit. Der hat nur Halskrause. Sind alle angerannt. Ich habe ihn gefunden. Er liegt hier, hier drüben. Gott, ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Habe ich nicht gesehen. Was ist passiert? Wach auf, los! Hat einer einen Deswegen kill ich die immer sofort. Dann kann sie auch nur betäuben, aber wenn dann die anderen kommen, dann wacht er wieder auf. Dann hat er nichts gewonnen. Vier gegen einen. Schau mal hier gucken, ob es da irgendwas gibt. Wo ist der hin? Ah, und jetzt, genau, den können wir wegmachen. Komm, geh noch ein Stückchen. Geh noch ein Stückchen weiter, dann machen wir weg. Jetzt. Ich habe keine Angst vor dir, Batman. Neben geglitten. Aber das macht nichts. Auf mir. Zwei haben wir noch. Nur drei. Du hast nur einer, kommt hier hoch. Könnten wir jetzt schnell den da unten wegmachen, aber dann kommen wir nicht mehr hier hoch, das ist dann mies. Wir stehen ja nebeneinander, Leute. Was ist hier los? Eigentlich einen Doppelkill machen. Batman, kannst du mich hören? Zeige dich! Das andere ist da. Hey, geh von mir runter! Checkt sie noch nicht. Ah, nur rein, den anderen habe ich da aufgehängt. Mann am Boden, da liegt einer. Und wo ist der letzte? Einen hat's noch. Wo ist er? Rüber, ich glaube, der. Ah, da ist er. Ich bin hier nicht wichtig. Batman will Joker. Na, wo ist er? Da unten. Ist der erste, den wir gesehen haben, Leute. Der hat bis jetzt immer noch nichts gemerkt. Und weg mit dem. Zack. Stimmt, wir hätten auch hier unten lang kriechen können, aber ich finde es immer von oben besser. Wir können auch einfach hier runter gehen. Und hier unten können wir die auch killen. Aber ich glaube, da wäre keiner in Reichweite gekommen. Wir irgendwie locken müssen oder so. Keine Ahnung, es wird zu doof. Von oben geht es immer besser und dann hat man auch immer schön Überblick über das ganze Territorium. Das ganze Gebiet. Kann man schon mal gucken, dann sieht man nämlich auch schon manchmal, wo sich irgendwelche Sachen versteckt sind. Da ist nix. Da, was ist das? Aha, hier gehen die Kabels lang. Okay.
Tür auf. Die Tür geht auf. Okay. Ich will erstmal noch hier weiter gucken. Na. Was ob ganz oben noch was ist. Na, geh doch rauf da. So. Ah, hier die Tür ist auch offen. Denn da ist aber Harley Quinn rein. Ist hier sonst nichts oder was? Jetzt gibt es hier gar nichts in dem Raum. Was ist denn für ein Raum? Das ist der erste Raum im ganzen Spiel, wo es nichts zu finden gibt. Bin nur blind. Nee, da gibt's nichts. Weiter da hoch kommt man nicht, oder? Wenn er jetzt hier ist. Nee, ganz da hoch. Nach da oben kommt man nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal unten lang. Das ist, glaube ich, egal. Wir haben beide Richtungen. Das ist aber nicht die Tür. Das ist die Tür, wo wir hergekommen sind. Ich würde sagen, wir gehen erstmal durch die kleine Tür. Was steht da? Staff only, okay. Auch keine. Erinnerst du dich an die Waynes? Wie könnte man sie vergessen? Gegner gibt es hier offensichtlich nicht. Da ist ein Tonband. Okay, schon krass, wie sich die Story hier von Poison Ivy komplett unterscheidet zu der Story aus Gotham. Oder das kommt erst noch. Oha, was hier los? Bitte, ich bin nicht wichtig, ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will. Nein, mal weg. Ja, ein Hammer. Der komische Ding ist wieder. Strom zieht sich. Jetzt schalt doch aus. Downhill! Digga! Tschüss! Weißt du, wie groß Batman? Da ist noch ein Tonband. War schon wieder fast alle. Sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke.
jetzt hier? Karl Todd. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Nochmal schnell mit ihm. Ich bleib hier, Jokers Männer versuchen sicher den Generator zurückzuerobern. Das ist auch was. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermieden. Ja, ich denke, das müssen wir hacken, oder? Als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Explosiv gehen, sondern explosiv gehen ausgewählt. Jo. Was sollen wir sonst machen? Das ist interessiert mich hier nicht. Jetzt. Wahrscheinlich mehrmals hacken. Das sieht ein bisschen schwieriger aus. Na, wo ist grün? Das ist gar nicht grün. Jetzt. Zweite Stufe gehackt. Alter, wackelt doch nicht so rum mit dem Dinger. Jetzt. Nu. Generator deaktiviert, würde ich mal sagen, oder was ist hier noch? Ja, das gibt doch Hecken. Na gut. Dann gehen wir oben noch durch die Tür. Hier war sonst nichts. Immer einen Schritt voraus. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee. Wir haben keine Trophäen mehr gesehen. Wie viel Uhr ist im Wunderland Teezeit? Oh, das ist die, als Kind wusste ich das mal auswendig. Bin ich ja 12, kann das sein? Oh, da kommt jetzt Mr. J himself! Ah, ja klar, dass er nicht gegen uns kämpft. So fängst du mich nie! Ich muss einen Weg durch dieses Chaos finden. Ist das jetzt okay? Ja, wir haben die. Ja, deswegen haben wir die Generatoren ausgeschaltet. Normalerweise ist das hier alles unter Strom gesetzt. Ist das noch was? Ist hier nichts Interessantes sonst? Alles raus, das Ding. Okay, lol, geht's ja gar nicht mal. Da unten? Nee, da ist nichts. Attrappe. Schönes Spinnegewebe. Oh, hoffentlich keine Kletterpassage. Ich hasse die Kletterpassagen. Ich hasse allgemein Kletterpassagen, egal in welchem Spiel. Das ist höchstens bei Assassin's Creed oder so, ist es okay, wenn man nur die ganze Zeit R2 gedrückt halten muss. Das ist für mich okay, das ist für mich ein angenehmes Szenario einer Kletterpassage. Aber ansonsten hasse ich eigentlich Kletterpassagen. Weil ich finde auch bei den Spielen ist es halt auch meistens so, dass meistens die Kletterpassagen die Bugs haben. Dass man da ja irgendwann irgendwo ständig runterfällt oder so, das ist halt schon nervig. Weil da sich nicht richtig festhält oder weil er da irgendwo runterrutscht und so, ah, das ist die Folge. Könnten sie echt mal abschaffen, so ein Shit. Oder egal, macht doch ein Video draus. Wenn ihr unbedingt Kletterpassagen haben wollt, damit ihr es irgendwie besser verkaufen könnt, dass man von A nach B kommt, dann macht dann einfach ein Video, wie der klettert, Mann. Nur richtig coolen Free Climber, wie er da irgendwo richtig krass durch
Das alte China klettert oder so, Alter. Ist doch kein Ding. Dann guckt man sich 2 Minuten an, alles klar, cool, der kann klettern und dann spielt man nochmal weiter. Noch. Und weiter geballert. Was soll das Shit? Gegners? Keine Gegners. Ich glaube, da können wir vielleicht drüber. Ja, das geht. Laufen. Jetzt auf runter. Hier geht's hoch. Darüber, das müsste gehen. Ja, das geht. Da oben ist eine Trophy, keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ich glaube, da kommen wir auch rüber, oder? Ach, da ist ein Rohrenweg, lol. Na gut, dann gucken wir halt jetzt erstmal hier unten. Hier können wir durchkrabbeln, oder? Ja. Krabbeln wir mal hier unten lang. Das geht hier. Da haben wir schon eine. Ein paar von denen muss man schon sammeln, also nicht alle, aber das bringt auch Vorteile, wenn man die sammelt. Also hier und da versuche ich immer mal eine mitzunehmen. So. Wenn man im Scan-Modus guckt, dann sieht man meistens, wo sie sind. Und dann erkennt man meistens oft schon direkt den Weg, wie man da hinkommt. Da unten ist sogar eine, Leute, wie soll man da hinkommen? Kanal rein oder was? Doch, hier, geht's im Kanal. Ja, Edward Nigma. Ehemals beste Kumpel vom Pinguin. Oh, Querdenker Trophy. Nice. Bisschen schade, dass die Trophys hier auf PlayStation 3 werden sie rechts oben angezeigt, auf PlayStation 4 links oben. Keine Ahnung, warum man sich dazu entschieden hat, das zu ändern. Und einfach nur so, random. Diesmal machen wir mal links, letztes Mal mal rechts gemacht, dann diesmal mal links. Nächstes Mal kommen sie oben in der Mitte. Hauptsache man hat immer irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, warum sich Leute eine Konsole kaufen, ich würde sagen. Aber kein Ding, ich kaufe die eh. So, da sind wir, glaube ich, hergekommen, oder? Sind wir da hergekommen? Doch, da sind wir hergekommen. Alles klar. Genau, dann sind wir rüber gejumpt. Und runtergefallen, okay. Macht aber nichts. Dann kommen wir hier wieder. Was ist das? War doch was, oder? Ne, das ist nur ein Loch. Ich dachte, da wäre so ein Panel, wo man hacken kann. Gut. Jetzt sind wir, glaube ich, hier hochgegangen. Genau, und da rüber. Aber erst wollte ich noch hier rüber. Hier geht's lang. Ich dachte, das geht. Oh, nicht runterfallen. Da sehe ich keinen Weg da drüben. Wir müssen irgendwie weiter nach oben kommen. Hier. Darüber. Okay. Okay.
Was sagen? Darüber? Ja. Bringt aber nichts. Da kann man hier hochklettern. Na egal. Geh mal einfach weiter, Mann, was soll der Scheiß? Ich hab keinen Bock, hier noch eine Stunde rumzuklettern. Weiter jetzt. Hier lang. Hier lang, darüber. Durch die Tür. Nein, andere Seite. Also, soweit ich mich gesehen habe, gibt es da immer noch eine Trophy. Wir haben schon zwei gefunden, das reicht. Rauf und dann hier hoch. Und dann gegenüber ist da was. Nee, da ist glaube ich nichts. Das sieht nicht so aus. Als ob man als ob der Bär die Betze da durchpasst. Dann machen wir schnell einen weg. Er ist hier! So, lol, ich dachte gerade, hey, wieso steht er wieder auf? Geht's dir gut? Sehe ich gut aus? Sie wollten mich töten. Wir versteckten uns gerade im Vogelhaus und dann kamen sie mit Joker rein, schossen um sich und verfrachteten uns in Käfige. Sind sie immer noch drin? Keiner ist seitdem rausgekommen. Du musst ihnen helfen. Bleib hier. Freie die im Vogelhaus festgehaltenen Krankenpfleger. Auf der Karte. Jetzt schauen wir erstmal hier, was das geht. Hey, Alter, wo war die denn überall, die Alte? Oh, 1000 Fingerabdrücke. Geht's doch gar nicht weiter, Mann. Das ist doch eine Verarschung. So einfach quer durchs ganze Asylum gerannt, hat überall ihre Fingerabdrücke hingedrückt. Und wir sind hier rausgekommen. Da geht's nicht weiter. Nee. Selbst wenn es da weitergehen sollte, da geht nicht da. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh, da ist noch ein Tonband. Super. Na, Ivy auch bald komplett. Sehr interessant. Die letzten. Dass hier unter solchen Treppen und so nichts ist, das ist eigentlich schon verdächtig. Das ist ja normalerweise in Spielen immer was versteckt. Ich glaube, bei Bloodborne war da immer was versteckt. Oh, jetzt geht's ab. Genau, da sind Vogelkäfige. Da sind noch 1000 Gegner ringsrum. Ja, mit denen geht's bergab. Gut, und denk dran, wenn du hörst, dass eine Manschette Alarm auslöst, ist Batman hier. Jokers Männer haben Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Ich hasse die Schleichmission. Na, geh doch da rein. Wo es hier lang geht. Oh, guck mal ganz raus hier. Digga.
Nein, nein. Batman ist so gut wie tot. Jetzt. Vielleicht hinter dem Landklettern, oder? Wie der da rüber guckt. Tschüss. Batman sollte sich besser nicht mit uns anlegen. Runter, runter. Kletter doch runter. Ja, keiner gesehen, Digga. Mach auf, das Ding. Piu. Komm, reiß doch raus, Alter. Mach extra leise. Mach extra leise, das geht da kaputt. Das geht hier. Hä? Ach, da geht's hoch. Okay. Was? Nur umständlichere Wege hochzukommen. Ja, da kommt Kletter hoch, Digga. Jetzt in dem Raum, oder? Zack, da haben wir. Das war meine Schleichmission nach meinem Geschmack. First try über kommen, niemand hat uns gesehen. Super gut. Ja, warten einfach, bis die kommen. Jetzt machen wir die Waffen, dann nehmen wir die Batclaw. Alter! Oh! Der noch ein neuer Gefänger. Noch mehr? Ja, die kommen auch. Ja, wieder da hoch, Digga. Tschüss. Wieder da hoch, Digga. Wieder da hoch. Die laufen da nur im Kreis, Alter, wie bescheuert. Das ist doof, um die Treppe hochzuklettern. Wo muss man jetzt hin? Ja, ist schon hier. Warte mal, was steht da? Freie die Krankenpfleger aus den Käfigen. Hm. Keine Ahnung. Wie macht man das? Wenn man einen Hebel drückt, dann sterben die, glaube ich. Halt.
Da geht's auch hoch, lol. Gar nichts. Alter, sehen dann ja sofort lang. Alter. Freaky. Ich würde gern meinen Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Gas, Digga. Jetzt sind sie wieder, die zwei wieder kein Alarm. Ich würde jetzt alle lautlos ausschalten. Der kommt. Nochmal umdreht jetzt. Komm, 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 den da auch noch. Den da auch noch. Zack, alle drei haben wir gekriegt. Tschüss. Gut. Ist hier keiner mehr, oder? Nice! Offensichtlich haben wir es geschafft. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Guten Morgen! Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Und? Nice Level Up. Machen wir hier noch mehr Combo, oder? Verbesser Batmorang? Nee. Dessen Hilfe Gegner ausgeschaltet werden können. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Batmorang kann man immer mal schnell reinkloppen. Gut. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück, ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier. Oh, da ist noch ein Dings vom Turmband. Das ist bestimmt das letzte von Ivy. Ja, Mann, Ivy, clear. Sehr aufschlussreich. Also die letzten beiden Tonbänder hätten sie noch schenken können. Gut, da unten waren wir schon. Oh, da ist noch ein Weg. Da waren wir noch nicht. Hier. Ach, da oben. Das wäre so ein Raum, wo man sich verstecken kann, aber gegenüber ist es schon. Toll, Alter, wie viele Wege gibt es hier, Mann? Ok.
Okay, und von hier aus jetzt? Also, wo geht man jetzt von hier aus hin? Darüber oder was? Und jetzt noch weiter hoch. Da oben sind Skelett. Ist nix. Also es war einfach nur ein anderer Weg. Ja, toll. Ist hier gar nichts oder was? Komisch. Komisches Leveldesign. Was ist da unten? Da ist einfach nichts. Einfach ein schwarzes Loch. Lol. Sehr komisch. Dass es hier in dem Raum überhaupt gar keine Trophy gab. Na gut, also dann ab ins Labor, schauen wir mal. Okay, das ist nicht eingezeichnet. So, also einfach die tausenden Fingerabdrücke von Harley folgen. Da drüben gibt es eine Trophy, oder? Kann man da klettern? Nee, oder? Jetzt gesagt, dass man irgendwie an den Blumenkästen entlang klettert. Aber das geht wohl offensichtlich nicht. Jetzt sehe ich da keinen Weg, wie man da sonst rüberkommen soll. Vielleicht kommt man da später mal raus. Oder war hier vielleicht durch? Ja, da drüben kommt man auch nicht hin. Da sind wir auf jeden Fall hergekommen. Ja. Hier hinten, da ging es aber auch nicht weiter. Da ist der Weg versperrt. Da gibt es da irgendwo einen Weg. Ne. Kaputt gegangen. Sonst gibt es hier keinen Weg mehr. Dann müssen wir hier nochmal durch. Da hochspringen. Das wäre nice. Hier ist alles zu arg kaputt. Was aus? Hier zurück. Hier wieder lang. Karte gucken. Genau, da wollten wir lang gehen, aber es ging nicht. Ansonsten gab es da keinen anderen Weg. Ich habe da sonst nichts anderes gesehen. Was ist das da? Na gut, es könnte auch hier lang gehen. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal weiter, was passiert. Da.
gibt zwar auch zwei Wege. Aha. Endlich. Ich dachte, du würdest das niemals finden. Ja, da kommt man auch nicht lang. Was hier noch ein Weg gibt. Nee, die ist einfach nur da hochgegangen. Also jetzt gibt's anderes. Vielleicht hier unten. Kann man das nicht öffnen? Dann kann man die Dinger mal öffnen. Jetzt da wieder raus, oder? Da war sie auf jeden Fall nicht. Ist mir hochgeklettert. Genau, da durch den Tunnel sind wir geklettert. Ich glaube, wir müssen da nochmal hin. Dann nochmal zurück. Da haben wir noch was. So, hier ging es nämlich nicht weiter, weil der Joker das kaputt gemacht hat. Das holen wir durch. Genau. Hier lang. Na, ja, come on. Klettert doch hoch, Digga. So, jetzt wieder durch. Genau, sind wir jetzt wieder hier. Genau, und jetzt hier geradeaus. Dann müssen wir jetzt hier nochmal die Finger drücken. Folgen. Na. Na, mach doch an, das Ding. Finde ich halt auch krass, weißt du? Jemand, der wo durch die Gegend läuft, der fässt doch nicht einfach alles an. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Die ganze Zeit auf den Boden kriegen. Aha, hier ist es doch, lol. Sorry. Also, Meisterhacker. Betsy Meisterhacker. Jetzt
Level 3, ja. Nummer 1. Hier kommen irgendwie gerade 1000 Leute die Treppe runter. Hört sich zumindest so an, Alter. Na, wo war's denn? Oha, warum? Das kann auch fehlschlagen, oder was? Das wusste ich gar nicht. Jetzt so. Na, woran sehe ich das denn? Alter! Hä? Mach doch mal Dinger! So. Da war's. Da war's doch. Ich hab Betsy, guck doch nicht immer so nervös. Schon keiner kommen, Alter. Hast du eh alle gekillt. Null. Ja, jetzt haben wir zwei Gänge freigeschaltet, oder was? Nee. Ach so, das war nur der Dings. Hä? Wo ist jetzt der Zugang? Okay. Wo war das denn? Hast du hier eben irgendwo einen Gang aufgegangen? Zum Felsen. Wo war das? In einem anderen Raum oder was? Sehr, sehr komisch. Ich hab gedacht, das war im gleichen Raum, oder? Nicht. Wo ist er jetzt? Eben hat er es angezeigt, wo dieses Terminal war. Jetzt zeigt er nicht, wo der Weg ist. Hier war es nicht. Hä? Oder war das vielleicht da oben? Wo der Dings ist? War doch hier so eine Felswand gewesen. Da, lol, direkt daneben. Ich sehe das nicht. Sieh mal, wie unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gewünscht habe. Venom oder was? Oder weiter. Alter, wie krank.
Ja, mein Netz hat einen Fall gegeben. Auch passend weg. Man ist hier, müssen wir genauso besiegen wie Bane einfach. Was kommt? Ja, Mann. Jetzt kämpfen wir gegenseitig. Ach, cool. So, ich kann ihn steuern. Den anderen damit kaputt machen. Jetzt schmeiß ich schon mit Leuten hier. Alter, der hat getroffen, obwohl ich ausgewichen bin. Das gibt's doch nicht. Aber egal, jetzt wissen wir, wie es geht. Wenn einer down ist, dann können wir den übernehmen und damit den anderen kaputt kloppen. Können wir schon. Ab geht's. Yes! Nice, wie gut es läuft, aber wenn man weiß, wie es geht, dann geht es wirklich ab. Schnell. Yes. Komm, komm, komm. Komm. Ja.
Nummer 2. Komm mal platt. Zack. Arschbombe und tschüss. Super cool. Und sie down die beiden Boys. Doppelter Ärger, Trophy, nice. Silber-Trophy sogar. Cool. Was haben wir da noch? Das ist ein Geschenk, oder? Okay, kann man jetzt kaputt machen? Da geht doch nichts, oder? Ja, vielleicht mit dem Dings vom Batman ran. Nee, da geht nichts. Was ist da mit diesen Tanks? Explosiv. Also machen wir die Tür noch schnell auf. Nein, falsch. So. Na, mach doch das Ding jetzt. Jetzt haben wir's. Und nun? Ich glaube kaum, dass wir da runter können. Dann geht's da einfach durch die Tür. Dann kommen wir einfach durch die Tür. Nee. Ja, dafür brauchen wir ein Explosivgel. Dann muss man die Dinger einfach in die Luft gerne mit Explosivgels. Mal ausprobieren. Da einmal. Da einmal. Dann gehen wir hier in Deckung. So. Zündung. Oracle, okay. Ich habe die Titan-Produktionsstätte zerstört, aber Joker ist mit genug Titan entkommen, um uns Probleme zu bereiten. Genau, wenn man denkt, dass es nicht schlimmer kommen kann. Sie haben eine Venom-Pflanzenhybride benutzt, um den Titanstamm zu erschaffen. Die Pflanze ist der Schlüssel und es gibt nur einen auf Arkham Island, der mir helfen kann. Wieso denkst du, dass Ivy dir helfen wird? Wenn ihre Pflanzen in Gefahr sind, hört sie zu. Ich habe eine Probe ihrer Pheromonmerkmale gespeichert. Sie wird irgendwo im Garten sein. Ich finde sie. Gut, das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir dann Poison Ivy suchen, ihrer Pheromonspur folgen. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr, geht es wieder weiter mit Batman. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und schönen Muttertag noch. Wo geht er hin, Alter? Also gut, ciao, ciao.